Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich befinde mich auf der Ilmenkrieg und stehe vor dem Händler und möchte euch heute wieder einen Mod vorstellen. Es betrifft auch diesmal wieder einen Traktor von unserem Sander. Also gehen wir da mal rein und kaufen uns einen Traktor ein. Es betrifft auch wieder einen Traktor in der mittleren Klasse. Ich werde es mal ganz nach hinten rausschieben. Und zwar ist das dieser Valtra. Ja, ist deutlich zu sehen, dass er vom Sander ist, ne? Ich will mal schnell schauen, ob er hier vergleichbar nochmal weiter vorne ist. Ich glaube schon. Ja, hier. Okay, das ist das 8750. Jetzt will ich noch mal schnell gucken, damit ich nichts Falsches sage. Ja, es ist so. Okay. Also, der kostet hier 108.500 Euro. Hat 190 PS und kann bis zu 40 Stundenkilometern fahren. Der von unserem Sander hat bis 390 PS und kann 63 Stundenkilometer fahren. Wir gehen einfach mal rein. Und da seht ihr das gute Stück. Sieht schön aus. Kann man nicht anders sagen. Wir haben hier wieder die Möglichkeit der Wahl der Reifen. Das ist jetzt Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Nokian und dann haben wir wieder Trelleborg. Das ist die Standardbereifung. Auch da haben wir wieder die Möglichkeiten, was zu verändern. Breitreifen. Nochmal ein breiterer Reifen. Und Pflegebereifung. Was ja auch wichtig ist, wenn man realistisch spielt und auf den Feldern düngt und so weiter und so fort Dinge erledigen muss. Da möchte man ja nicht zu viel Korn niederwalzen mit breiten Reifen, ne? Wir können hier einen Frontladeranbau anbringen. Oder auch nicht. In verschiedener Art sogar, wie ich gerade sehe. Okay. Ich lasse das jetzt allerdings mal weg. Dann haben wir die Möglichkeit, den Motor hochzuschrauben. Jetzt ist er erstmal auf 190 PS. Die nächste Stufe wäre 290 PS. Dann haben wir 390 PS. Und das war es dann, wie es aussieht. Jawohl. Und jetzt sind wir wieder bei 190. Okay, also ich lasse den mal auf 390 stehen. Dann haben wir wieder die Möglichkeit der Hauptfarbe, die man wählen kann. Und es ist wieder umwerfend viel. Wahnsinn, die Auswahl. Man weiß gar nicht, was man nehmen soll. Lila, der letzte Versuch. wäre jetzt die Hauptfarbe. Naja, das ist dieser kleine geringe Teil, aber das machen wir nicht so. Auf keinen Fall. Nein, nein. Was nehmen wir denn da mal? Vielleicht mal ein Rot. Ja, warum nicht? Ist auch mal was anderes. Es muss ja nicht immer blau sein, ne? Und dann haben wir hier die Designfarbe. Das ist, denke ich, die Kühlerhaube. Was nehmen wir denn da mal? Ein Fliegelweiß. Naja. Okay. Das Dach bleibt, wie es ist, wie es aussieht. So. Aber ich denke, ich nehme nicht das Weiß. Nein, nein. Ich bleibe mal bei dem Schwarz und das vielleicht in Chrom. Mal gucken, wie das ausschaut. Das ist ganz blank. Sieht sehr, sehr schön aus. Und das Rot ist nicht ganz so blank. Da würde ich mal sagen, da wähle ich doch lieber einfach nur tiefschwarz. Dann passt das mit der Oberfläche besser zusammen. Ja, das ist okay. Des Weiteren können wir die Felgenfarbe auch wählen wieder. Da können wir auch, ich schau mal, wie das mit dem Rot aussieht. Naja, warum nicht? Könnte man auch mal machen, ne? Könnte ich so lassen. Lasse ich auch mal. So werde ich das Teil mal kaufen. Jetzt will ich mal gucken. Hier ist doch noch was. Ach, das Kennzeichen. Das ist natürlich auch klar. Das kann man hier auch wieder machen, ne? Gut. Ich glaube, da bin ich hier erstmal durch damit. Da werden wir den jetzt kaufen und dann schauen wir uns das gute Stück mal am Tageslicht draußen an.
Da hinten steht er. Oh, sieht doch schnucklig aus. Ne? Gar nicht übel. Ja. Und das mit dem Rot ist gar nicht so schlecht, finde ich. Also das ist mal was ganz, ganz anderes. Warum nicht? Schwarz und Rot passt überhaupt schön gut zusammen. Also ich finde, das ist auch eine Möglichkeit zu kombinieren, die mir sehr gut gefällt. Jetzt steigen wir mal ein. Schauen wir mal, wie es von innen aussieht. Okay, ist auch alles sauber. Schöne Polster. Ja, hier vorne die Anzeige, alles da. Einwandfrei. Auch hier, schaut mal, wunderbar. Sehr, sehr deutlich und gut gemacht alles. Und oben haben wir auch noch Möglichkeiten, was anzuschauen. Jawohl. Ja, es ist doch klasse, also toll. Auch der Himmel, man sieht so richtig die detailgetreue Arbeit, die hier geleistet wurde. Auch die Spiegel sind fantastisch. Kann man auch alles sehen. Jetzt werden wir das gute Stück mal anschalten. Und auch hier, ach guck, das Schaltmöbel hat sich gerade bewegt. Auch hier sind die Anzeigen beleuchtet. Ja, hier an der Seite hat sich jetzt nichts groß verändert, aber hier vorn. Aber das ist ja schon mal völlig in Ordnung. Das ist ein Valtra. Okay, jetzt werde ich das mal von außen zeigen und wenn man... Natürlich qualmt er. Wie könnte es auch anders sein? Ja, da will ich den mal in Bewegung setzen. Er hat auch einen guten Sound. Gefällt mir sehr gut. Also, ja, der ist klein, wendig. Man kann eine enge Kurve fahren hier. Schaut euch das mal an. Ganz eng. Also auf dem Hof ist der unglaublich gut zu verwenden. Wenn es ein bisschen eng ist oder so, ne? Da kann man richtig schmurgeln mit. Schaut euch das mal an. Ja. Jetzt wollen wir natürlich auch schauen, wie das mit den Scheinwerfern aussieht. Ja, die sind auch sehr kräftig. Sehr gut. Und auch hinten haben wir die Arbeitsbeleuchtung. Schaut euch das an. Und die Rücklichter. Alles funktioniert. Nochmal zugeschaltet das Fernlicht. Und wieder weg. Ja, kann man nicht meckern. Sehr schön. Ein ganz, ganz toller Traktor. Klein, kompakt, aber kräftig. Ne? Den kann man auf dem Hof gut gebrauchen. Okay, dann steige ich mal aus. Viel mehr kann man hier gar nicht dazu sagen, außer ganz, ganz herzliches Dankeschön an unseren Sander. Der hat hier wieder eine ganz tolle Arbeit geleistet und ein Schmuckstück für uns kreiert, was auch wieder nicht so schnell nochmal zu finden ist. Muss ich also sagen. Und der Sound hat mir gefallen. Das ist also eine ganz tolle Sache. Gefällt mir unglaublich gut. Ich setze euch den Link wieder unter das Video, dass ihr euch den ziehen könnt. Und sage in dem Sinne erstmal, ich bin für heute raus. Viel Spaß mit dem tollen Traktor. Alles Liebe, bleibt gesund, passt auf euch auf, ja. In dem Sinne, tschüssi, eure Maritzl.